Es gibt Universitäten in Deutschland, viele Universitäten, da können Sie einen Diplomstudiengang in der Pädagogik machen oder heute Bachelor, Master. Und Sie entscheiden sich dann nach der Bachelorphase zu einer Spezialisierung in so Bereichen wie Sozialpädagogik, Erwachsenenpädagogik oder andere. Es gibt auch Schulpädagogik, es gibt auch frühkindliche Förderung und lauter solche Sachen. Und das gemeinsame, das verbindende Moment all dieser Spezialisierungen, die Sie sich so vorstellen müssen, wie bei der Medizin, gibt es Orthopäden, Gynäkologen und sowas, die haben alle eins gemeinsam, die Mediziner, sie beschäftigen sich mit dem Menschen. Das verbindende Moment in der Pädagogik zwischen ihren Spezialdisziplinen ist das Lernen und die Bildung. Lernen und Bildung oder manchmal auch Erziehung. Bildung, Erziehung, Lernen. Und in dem Moment, wo wir uns auf die Erwachsenenbildung beziehen, arbeiten wir schon mit einer Unterstellung, die wir uns anschauen können. Also wir schauen uns, wenn wir Sozialwissenschaften studieren, nicht nur das an, was wir als Gegenstand, das ist ein bisschen unpassend, ja, der Gegenstand der Sozialwissenschaften, was wir als solchen identifiziert haben, sondern, und das ist das Besondere bei den Sozialwissenschaften, wir schauen uns immer auch an, wie das soziale Wesen, welches da denkt und anschaut, das tut. Verstehen Sie, man nennt das, vielleicht ein bisschen unverständlich ausgedrückt, selbsteinschließende Reflexion. Aber in der Reflexion ist es eigentlich schon drin. Wir gehen nicht einfach so auf die Welt los und schauen uns die Sachen an und nehmen das so für bare Münze, sondern wir reflektieren und hinterfragen. Wir fragen uns, warum zeigt sich mir dieser Gegenstand so, wie er sich mir zeigt? Inwieweit bin ich da voreingenommen? Ich darf Sie beruhigen, man kann nicht voreingenommen sein. Wir sind voreingenommen durch unsere eigene Entwicklung, durch unsere Erziehung, durch die Themen, die in der Gesellschaft diskutiert werden, durch die Art und Weise, wie die diskutiert werden. Und wir sind voreingenommen vor allem durch die Begriffe. Vielen Studenten, die aus anderen Bereichen hier zu uns kommen, denen kommt es zunächst mal immer fragwürdig vor, dass wir uns Begriffe kritisch anschauen. Also im Fall der Betriebswirtschaftslehre, um das aufzugreifen, ist es der Begriff Betrieb, den man sich mal anschauen könnte und sich die Frage aufstellen könnte, was stellen wir uns eigentlich so vor, wenn wir von Betrieb sprechen? Was ist ein Betrieb? Und dann fängt es schon an, schwammig zu werden. Bleibt mal bei dem Beispiel Betrieb, dass wir dann sagen, okay, ein Betrieb, das ist meistens auf einem Gelände, sind es mehrere Gebäude, da wird irgendwas gemacht und da ist eine Mauer drin und ein Fabrikstor vorne dran. Und ein bisschen weiter ist in seinem Studium, sagt man, nee, ein Betrieb hat aber auch verschiedene Niederlassungen und. Und dann stellen wir fest, dass es heute viele Betriebe gibt, die sozusagen mit virtuellen Teams zusammenarbeiten, standortübergreifend. Dann fängt es schon an zu verschwinden, ja. Und dann sind wir wie in der Gefahr, wenn wir an dem alten Begriff zu stark festhalten, zu lange festhalten, dass wir die Wirklichkeit nicht mehr so begreifen, wie sie sich schon längst entwickelt hat. Also von daher, wir kommen, wenn wir Sozialwissenschaften studieren, immer wieder auf die Frage zurück, wie beobachten wir denn als soziale Wesen mit unserer Kognition, mit unserer Emotion, das, was sich uns da so zeigt. Und da geht es uns so wie allen Menschen, wir wollen auch mit dem, was wir so gelernt haben, uns treu bleiben, wir wollen so bleiben, wie wir sind, wir wollen unseren Begriffen vertrauen können. Und deshalb ist es unangenehm, wenn man Sozialwissenschaften studiert, die dann die Begriffe auch in Frage stellt. Für diejenigen, die das mal vertiefen wollen, also Neudeutsch sagt man ja googeln, denen sei geraten, sich mal mit dem Namen Ludwig Wittgenstein zu beschäftigen. Wittgenstein ist ein Philosoph, der schon sehr früh sich mit dieser Fragwürdigkeit des Sprachlichen beschäftigt hat und mit der Festlegung gegen Sprachlichen. Warum erzähle ich das? Weil die Erwachsenenpädagogik als eine Spezialdisziplin der Pädagogik natürlich auch mit einer Unterstellung arbeitet. Nämlich mit der Unterstellung, dass es so etwas gibt wie Erwachsene. Wenn wir jetzt den Begriff unter der Lupe uns anschauen, dann ist der Erwachsene jemand, der, wie der Name schon sagt, erwachsen ist. Also irgendwo rausgewachsen ist. Wo ist denn der bitte schön rausgewachsen, der Erwachsene? Aus einem Status, aus einem Stadium, was man eben als Nicht-Erwachsensein definiert. Und dieses Nicht-Erwachsensein wird dann häufig als Kindheit oder Jugendalter bezeichnet. Die Frage ist,
Machen wir das uns nur so oder ist das tatsächlich so? Ist es vielleicht so, wenn wir sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern, dass wir uns den im Kopf machen und deshalb vielleicht blind werden für alle Gemeinsamkeiten, die da auch da sind, zwischen Erwachsenen und Kindern? Bei Niklas Luhmann kann man dann lesen, der hat es auf die Spitze getrieben, der schreibt, der Erwachsene ist dadurch definiert, dass er nicht Kind ist. Also wenn ich mir so einige Erwachsene betrachte, habe ich da so meine Zweifel. Und wie kann ich jetzt das verifizieren? Wie kann ich da nachgucken, ob der recht hat, der Niklas Luhmann? Eigentlich gar nicht. Sondern ich muss einfach schauen, gibt es andere Dinge, andere Begriffe, die wir verwenden können. Ich werde an irgendeiner Stelle der Vorlesung Ihnen deutlich machen, jetzt ist die Tafel schon verbraucht, dass das Erwachsensein ein Konstrukt ist. Ein Konstrukt, welches sich die Menschheit auch erst seit einigen Jahrhunderten leistet. Es ist ganz interessant, sich anzuschauen, seit wann man begonnen hat, von Kindern als Kindern zu reden. Und manchmal zeige ich meinen Studenten, vielleicht bringe ich Ihnen das auch mal mit, zwei Fotos. Ein Foto von einem Kind aus den Zeiten der Renaissance, ein Gemälde aus dem Louvre, was man in der Geschichte der Kindheit von Philippe Ariès, einem französischen Intellektuellen, sich anschauen kann. Und ein Foto von Thomas Gottschalk. Und wenn man sich diese beiden Fotos nur so betrachtet, stellt man fest, dieses Kind in der Renaissance ist gemalt wie ein kleiner Erwachsener, auch angezogen. Man hat versucht, das Kind möglichst wie ein Erwachsener, nur klein, in der kleinen Ausgabe sozusagen, Bonsai-Erwachsener oder so, ja, darstellen zu lassen. Das kann man sagen, okay, das ist Zufall. Nein, das ist nicht Zufall. In der Renaissance haben die Menschen mit der gleichen Selbstverständlichkeit, wie wir das tun, anders auf Kinder geguckt. Das waren kleine Erwachsene. Man hat das Spezifische der Kindheit überhaupt noch nicht verstanden, weil man die Konzepte noch nicht hatte. Wir wussten noch nichts über Entwicklung, über Frühförderung. Wir wussten nichts über die Bedeutung der Bindung zu Kindern und so weiter. Und wenn man sich heute Thomas Gottschalk anschaut, der Mann ist ja über 60 und läuft manchmal rum wie ein Kind, wie ein Jugendlicher angezogen, dann zeigt das sehr deutlich, wie das verschwimmt. Dort klein, aber kostümiert wie ein Erwachsener, da groß, aber angezogen wie ein Jugendlicher. Meine Damen und Herren, diese Entwicklungen sind natürlich total spannend und hochinteressant, weil wir uns dann immer fragen müssen, haben wir die richtigen Begriffe? Entgeht uns nicht viel, wenn wir mit diesen Begriffen so hantieren. Und zwar entgeht uns nicht viel von den Besonderheiten der sozialen Entwicklung in den postmodernen Gesellschaften. Das ist die Frage, weil es ist durchaus so, dass die Phase des Jugendalters es auch erst seit ein paar hundert Jahren gibt. Das ist diese Phase, die immer länger wird. Wissen Sie, es ist also, habe ich leider keinen, vielleicht kriege ich es ja dahin. Wenn man das so ein bisschen versucht aufzumalen, ich male es mal hier unten in die Ecke, kann man sagen, also hier sagen wir mal so 15. Jahrhundert, fangen wir mal früh an. Und hier trägt man die Zahl der Jahre ein, der Lebenserwartung. Dann kann man sagen, okay, so in diesem Zeitraum, jetzt legen Sie mich nicht genau fest, würde ich sagen, war die Lebenserwartung so bei 35 Jahren. 1, 2, 3, 5, 35, so. So ist das. Und diese Lebenserwartung ist dann, wenn man 16, 17, 18, 19, 20, die ist dann so allmählich hochgegangen. Ja, so. Heute ist es ja so, dass ein Baby, was heute geboren ist, hat wirklich gute Chancen, über 100 zu werden. Ja. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe unlängst in der Zeitung gelesen, dass pro Jahr, also Geburtsjahr, die Lebenserwartung um 2 Jahre steigt. Das scheint mir sehr hoch zu sein. Gut. Also so ist die Lebenserwartung. Was ich Ihnen sagen möchte, ist, dass in dieser Phase der Lebenserwartung sich eine Neuverteilung dann vollzogen hat. Also hier gab es zwar auch Kinder, aber die, mal gucken, dass ich nichts falsch mache, 10, 20, ist vielleicht nicht so geschickt gezeichnet, aber der Übergang von der Kindheit ins Erwachsenenalter, wenn man die Kinder sind, hier gibt es so etwas, das nennt man Akzeleration. Die Kinder werden immer früher zumindest körperlich reif. Kinder werden aber auch immer früher mit allem konfrontiert. Also Pornografie, es gibt keine Tabus mehr in dem Sinne bei Kindern. So. Aber mehr oder weniger ist das konstant. Jetzt legen Sie mich nicht auf ein Jahr fest, der entscheidende. Die entscheidende Aussage ist eine andere.
Und erst um diese Zeit herum, mit der industriellen Revolution, wurde es ganz deutlich, dass man hier wie eine Zwischenphase braucht, nämlich die Phase der Jugend. Hier, wenn man noch weiter zurückgeht, war der Schritt vom Erwachsensein vom Kind zum Erwachsenen, der vollzog sich in primitiven Gesellschaften in einer Nacht, in einer Initiation. Das kennen Sie so aus den Geschichten, da gehen die Männer mit den Jungs aus dem Dorf und kommen morgens zurück und der gehört zu ihnen. Eine Nacht, Initiationsritus. Ja? Konfirmation, Jugendweihe sind noch so Relikte aus dieser Zeit. Was ich jetzt nur andeuten möchte, ist, diese Jugendphase, die ging dann irgendwie, ich bin nicht so ganz genau mit meiner Darstellung, die wurde immer weiter, immer deutlicher nahm die zu. So, und hier sind wir so in der Phase, wo Thomas Gottschalk sich ein bisschen zu Recht als Jugendlicher fühlen kann. Ja? Es gibt jetzt Kollegen, die sagen, okay, die Jugendphase, die wird das Erwachsensein auffressen. Es gibt dann keinen Erwachsenen mehr, sondern nur noch Jugendliche. Natürlich eine starke These, aber diese These, meine Damen und Herren, hat nicht ganz Unrecht. Warum hat die Gesellschaft die Jugendphase entwickelt? Warum haben wir es nicht so gelassen, dass wir sagen, wir gehen einfach mal mit den Jungs eine Nacht in den Wald, dann kommen wir zurück, dann gehören die zu den Erwachsenen. Warum? Einfach aus dem Grunde heraus, dass deutlich wurde, dass immer mehr Zeit gebraucht wurde, um die Kinder vorzubereiten auf diesen Status. Das Entstehen des Bildungswesens, die Alphabetisierung, noch erst im 18., 19. Jahrhundert erst so ein bisschen sichtbar in Schwung gekommen, spät, wenn Sie so wollen, hat deutlich werden lassen, dass eine moderne Gesellschaft eine Phase braucht, der Jugendzeit, und das ist die Ausbildungsphase, die Reifephase. Und jetzt springe ich mal nochmal in eine bisschen erkenntnistheoretische Paradoxie. Und dann gab es auch den Sigmund Freud und andere, die haben die entsprechenden Konzepte dazu entwickelt. Ja? Erst indem die Gesellschaft diese Entwicklung vollzogen hat, gab es dann auch Theorien, die diese Entwicklung erklärt haben. Und worauf ich hinaus wollte, ist, manchmal gibt es erst Dinge, auf die wir fokussieren. Wenn wir nicht auf sie fokussieren, gibt es sie nicht. Weil wir nur das erkennen können, was wir ausdrücken können. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt zu unserem Zusammenhang. Verschwinden des Erwachsenen. Was heißt das dann? Und das ist natürlich wichtig für die Erwachsenenbildung. Ja? Also, der Erwachsene ist hier dann nicht mehr ein Erwachsener, sondern er ist sozusagen in der postmodernen Gesellschaft, so sagt man dann, postmoderne Gesellschaft. Da sind wir voll bei Konzepten der sozialwissenschaftlichen Debatte, ist es so, dass das, was diese Jugendphase charakterisiert, nämlich Ausbildung, Vorbereitung, Lernen, das wächst hinaus und entwickelt sich zu einem Gesamtanforderungsmuster für das gesamte Leben der Menschen. Wir sind also immer jugendlich. Also ich bin auch jugendlich. Nur mehr oder weniger älter jugendlich. Wir sind jugendlich, weil wir müssen immer wieder in Ausbildungsphasen hineingehen. Die Vorstellung, dass man irgendwann ausgelernt hat, schauen Sie mal das Wort alleine an, ausgelernt. Die Vorstellung, dass man sich vorbereitet und dann marschiert man bis zur Pensionierung in der gleichen Profession weiter. Oder die Vorstellung, dass Lernen etwas für Kinder ist, die hat ausgedient. Und so Konzepte wie lebenslanges Lernen, LL, kürzen wir das immer ab, stehen eigentlich dafür. Und damit sind wir dann beim Thema der Erwachsenenbildung. Die Erwachsenenbildung ist eigentlich der Bereich, der sich ursprünglich, das werde ich Ihnen das nächste Mal dann genauer zeigen, weil das ist sozialhistorisch ganz interessant, zu Phasen der beginnenden Demokratisierung, der Arbeiterbewegung, also im 19. Jahrhundert, hat die Erwachsenenbildung eigentlich wirklich erst begonnen. Getragen von Motiven, auf die wir dann zu sprechen kommen werden, die haben etwas damit zu tun gehabt, dass man gesehen hat, Wissen ist Macht. Menschen, die nicht die Gelegenheit hatten, ihre Schulbildung abzuschließen, die haben sich wie selbst gebildet, selbst weitergebildet. Die ersten Erwachsenenbildungseinrichtungen waren Selbsthilfeeinrichtungen der Arbeiter, der Gewerkschaften, der Kirchen auch. Und der Gedanke der Volkshochschule, man muss sich schon mal allein das Wort anschauen, Volkshochschule, ja, eine Hochschule für das Volk, ist auch in dieser Zeit entstanden. Und es entstand die Vorstellung, dass Erwachsene aus ihrer Lage etwas machen können, sich